Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute lautet das Thema Kinesiologie und ich habe den Norbert Häuser hier, der auch in anderen Interviews zu sehen ist, weil da viel, viel noch auf uns zukommt an Neudenken. Aber Kinesiologie ist vielleicht etwas, was wieder anschließt an die Zeit, da es noch kein Stethoskop gab. Und noch keine Laborwerte. Da hat man nämlich den Patienten gefragt, wie es ihm geht und was ihm gut tut. Ist vielleicht Kinesiologie das Labor von morgen? Ja, grüß dich Norbert. Guten Tag. Wir haben ja schon drüber gesprochen, was an Neudenken her muss, so heißt deine Website, neudenkenmusher.de, um tatsächlich für die eigene Gesundheit etwas zu tun, und zwar volle Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das gerade in der Ankündigung ja gesagt, das Stethoskop ist sozusagen der Meilenstein, wo der Arzt quasi objektiv, ja, distanziert abhört. Und mittlerweile sind es Laborwerte, abstrakte Werte oder so, wo ganze Familiendramen draus gebastelt werden aus irgendwelchen Werten. Aber nicht, was der Mensch fühlt, was der Mensch spürt, wie der Mensch kräftig ist und so. Und die Kinesiologie spielt ja bei euch in eurer Technologie sozusagen an den Wirkmechanismen eine entscheidende Rolle. Ganz genau. Weil, ist aber kein Mikroskop, sozusagen, was vorhanden ist, das nachweisen kann, was ihr mit euren Produkten promotet. Protonenharmonisierung, aber an den Wirkungen. Mhm. Genau. Und du beschäftigst dich ja schon seit locker über 30 Jahren. 35 Jahren mit Kinesiologie. Willst du deinen Weg, also hast ein Buch gerade mal eben gefunden so und ach, ich brauche ja was für ein Hobby, also mache ich Kinesiologie. Ich habe Langeweile, ja. Das ergab sich durch die Tatsache, dass ich selbst sterbenskrank war. Ich hatte damals ein Bauernhaus hier in Deutschland restauriert und mit diesen damals üblichen Holzschutzmitteln eingepinselt. Es war ja sogar Pflicht. Eine Zeit lang. Ja, was? Ja, habe ich jetzt gerade erfahren. Und habe mich also hochgradig vergiftet damit. Zur gleichen Zeit, wie ich dann rausfand, hatte ich eine hochgradige Lebensmittelunverträglichkeit. Mhm. Und mir ging es, ich war nie in meinem Leben im Krankenhaus, außer einmal ein Knöchelriss beim Skifahren. Bis heute war ich nie in meinem Krankenhaus. Und ich dachte, ich muss was tun. Mir ging es dermaßen schlecht. Also ich wusste, ich bin am Ende hier. Irgendwas ist scheiße. Und dann bin ich damals durch die gelben Seiten gegangen. Wenn ich später darüber nachdenke, ist es also unwahrscheinlich. Die gelben Seiten, habe bei einem Namen angehalten, habe dann angerufen, Arzt, ich hätte gerne einen Termin, bin da hingegangen. Und dieser Arzt war spezialisiert auf Lebensmittelunverträglichkeiten. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, wo das noch kein Thema war. Mhm. Ja, junger Mann, er war damals schon in den 70. Ja, Holzschutzmittel, bla bla bla, sagt ja gut, da ist aber mehr. Was trinken Sie, was essen Sie denn jeden Tag? Und hat ihm das gesagt und sagt, Sie haben eine hochgradige Lebensmittelunverträglichkeit. Das war Bananen, Joghurt, Earl Grey Tee mit Milch. Ich habe täglich literweise Earl Grey Tee mit Milch getrunken. Ich konnte abends vom Vorbettgehen, eine halbe Stunde vorm Schlafen, eine ganze Kanne leer trinken, bin ins Bett, habe mich umgedreht und geschlafen. Und dann sagte er, ab morgen sofort diese Dinge weglassen. Diese drei? Mhm. Mhm. Und meine Freundin saß daneben und fing an laut zu lachen. Sagte, der diese Tee aufgeben, vergesst es. Sagte ich, ja, das Problem ist, dass ich übermorgen nach Japan fliegen muss. Mhm. Sagte, Sie können nicht fliegen, Sie sind sterbenskrank, Ihre Leber ist verdreifacht.
und die macht zu. Uiuiui. Deswegen fühlen sie sich so, wie sie sich fühlen. Sage ja, ich muss fliegen sein, passen Sie auf. Ist Ihr Leben. Ich schieße Ihnen heute Nacht, heute Abend ein paar Vitamine rein. Mhm. Die werden Sie aber so fertig machen, dass Sie heute Nacht denken, das war das Letzte, was Sie erlebt haben. Die Vitamine werden Sie fertig machen? Mhm. Okay. Und sagt er, ich, das ist wie eine künstliche Beatmung. Ich versuche, Sie ein bisschen hinzustellen. Mhm. Wenn Sie zurückkommen, arbeiten wir. Ich kam aus Japan zurück und fuhr dann nach Japan. Ich sollte keinen Tee mehr trinken, egal welcher Form. Und in Japan bekommst du überall Tee angeboten. Klaro, Tee drin. Okay, als Zeremonie. Gast kommst du rein. Und jetzt konnte ich natürlich nicht von den Kopf stoßen, habe dann ganz leicht dran genippt. Und wie der Tee mir runtergelaufen ist, hatte ich das Gefühl, der läuft durch offene Wunden, durch offenes Fleisch und zerreißt mich. Okay. Als ich zurückkam von Japan, habe ich mit diesem Mann dann das ganze Jahr, täglich außer Sonntag, jeden Tag gearbeitet. Und jeden Tag haben wir überprüft, welche Lebensmittel ich nicht vertrage. Mhm. Wir haben also angefangen mit den Lebensmitteln, von denen er annimmt, dass ich sie vertrage, und durfte aber nur eins am Tag essen. Ah, um ein Ausstiegskriterium. Genau. Mhm. Und dann wurden 3 Tage lang beobachtet, ob die Blutwerte und das Gewicht sich veränderte oder nicht, woraus er dann schloss, verträgt er oder verträgt er nicht. Okay. Und dann wurden jedes 4. Tag dann sozusagen ein neues Lebensmittel dazugefügt. Mhm. Und das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und ich selbst hatte Spaß daran, das alles durchzuschauen. Und damals hatten wir schon so seltsame Dinge gemacht, wie mein Cholesterinspiegel war leicht nach oben, wo jeder Arzt sagt, keine Eier, kein Fleisch, kein bla 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 bla. Und ich sagte zu ihm, ich glaube, dass das Mist ist, was die Leute erzählen. Die Ärzte sagten, ja, stimmt, das ist Mist. Und sagte, der Cholesterinspiegel hat nichts mit dem zu tun, was Sie essen. Das hat mit Ihrem Körper zu tun, wie er sich verstoffwechselt. Mein Vater hat immer gesagt, das war eine Erfindung der Margarineindustrie. Ne? Und dann bin ich hingegangen, habe mit ihm zusammengearbeitet. Es ging dann so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, ich esse morgen 20 Eier. Dann sehen wir mal, was der Cholesterinspiegel macht. Der hat sich um keinen Millimeter verändert. Mhm. Haben wir eine Menge Spaß miteinander gehabt. Ich war damals 30, der war in den 70. Mhm. Toller Mensch. Und dann hörte ich einmal von jemandem, der Lebensmittelunverträglichkeit testet, auf eine neue Art, was Kinesiologie war. Da bin ich also dahin, so hat mich interessiert. Und das war damals in Deutschland eine sehr Anfang-Pioniersituation. Mhm. Und wenn ich heute zurückschaue, war das witzig, wie wir das gemacht haben. Das heute ist das witzig. Damals wussten wir es nicht besser und es hat sich dann entwickelt. Und dann habe ich diesen Arzt da mit hingenommen, um ihm das zu zeigen, weil wir konnten denn in einer Minute ein Lebensmittel abhaken, nicht 3 Tage lang. Und wir hatten ein so tolles Verhältnis. Er sagte zu mir, du, wenn ich nicht wüsste, dass du das bist, dann würde ich sagen, das ist alles gefaked, das ist alles stimmt nicht, das ist alles, ja, wie manche Leute das heute über Kinesiologie sagen. Und er sagte, aber ich habe es gesehen, also an dir und so weiter. Mhm. So, und dann fing ich an, mich mit Kinesiologie zu beschäftigen und sie anzuwenden, bei mir und bei anderen. Und habe dann über viele Jahre auch bei anderen Menschen Lebensmittel getestet und getestet, was läuft und was läuft nicht. Man muss dazu wissen, dass Kinesiologie als solches entdeckt wurde von einem Mann called George Goodhart, der in Amerika das in den 60er Jahren 1964 veröffentlicht hat, eine Schule gegründet hat, viele, viele Ärzte trainiert hat. Und denen das beigebracht hat. Und er hat eine enorm große Verantwortung und verdient also voll des Lobes für das, was er geleistet hat. Kinesiologie hat aus meiner Definition, und das ist meine ureigene Definition, 4 Bestandteile, 4 Säulen, wo die meisten Leute von 3 sprechen, spreche ich von 4. Das heißt, ich kann in Kinesiologie, kann ich den Körper testen. Mhm. Wir müssen jetzt mal davon ausgehen, dass es auf diesem Planeten Frequenzen nur gibt. Alles ist Frequenzen. Es gibt 2 Arten von Frequenzen, überlebensfreundliche, überlebensfeindliche. Ja. In Kinesiologie frage ich den Körper und den Geist und kriege Antworten. Und diese Antworten laufen in Quantenphysik. Das heißt, ohne Zeit, ohne Raum, ohne Grenzen. Sofort. Sofort. Mhm. Ohne Verzögerung. Synchronizität. Synchronizität. Und dann bekomme ich Antworten und diese Antworten geben mir Indikatoren.
Sie entsetzen kein Blutbild. Mhm. Aber es ist die billigste, einfachste, schnellste Methode, festzustellen, ob ein Körper Defizite hat oder keine Defizite hat in verschiedenen Bereichen. Und da gibt es 4 Bereiche. Ich kann den Bereich mental abfragen. Ich kann den Bereich Funktionen des Körpers abfragen. Mhm. Wie ist die Leber, also, wie ist der Fluss von Organe oder Organsysteme. Ich kann strukturelle Probleme im Körper abfragen. Skelett, Wirbel, mhm. Knochen. Und die 4. Bereich, wo ich es am meisten benutze, ich kann Frequenzen abfragen. Welche Frequenzen sind für diesen Körper, nicht für andere, für diesen Körper überlebensfreundlich und überlebensfeindlich? Das habe ich sehr lange gemacht für andere Leute, die ich getestet habe. Mhm. Ich habe die einfach aufschreiben lassen, was sie so in 2-3 Wochen Zyklus zu sich nehmen. Und das ist sehr wiederholend. Das ist viel weniger, als wir denken in der Breite. Ja, ich kenne meinen Speisezettel. So, und dann habe ich die Leute diese Sachen zusammenstellen lassen und dann haben wir uns getroffen. Und ich habe dann diese Leute kinesiologisch getestet auf diese Produkte und habe 2 Gruppen gebildet. Das sind Produkte, die den Körper ablehnt, überlebensfeindlich. Mhm. Und das sind dann Sachen, die dein Körper möchte, überlebensfreundlich. So, es ist deine Entscheidung, deine Verantwortung. Isst du die überlebensfeindlichen, wirst du dich jedes Mal schädigen. Lässt du die weg, wirst du deinen Körper unterstützen, gesünder zu sein. Natürlich müssen andere Dinge wie psychische Stabilität, wie Wasserqualität, über die wir gesprochen haben in anderen Sendungen und so weiter, müssen die stimmen. Vollkommen klar. Aber wenn ich dem Körper die Dinge, die der Körper nicht will, die der Körper ablehnt, weglässt, stabilisiere ich den Körper. Ich kenne, also im näheren Umfeld, im Dorf, gab es jemanden, der zeitlebens keinen Zucker aß. Mhm. Und dann ist er irgendwann mal wegen eines Notfalls ins Krankenhaus gekommen. Und was haben sie ihm gegeben? Erstmal ordentlich eine Zuckerinfusion und schon war er gestorben. Mhm. Der hat einfach natürlicherweise, nee, Zucker abgelehnt. Ist nicht mein, kein Zucker. Mhm. Mhm. So, jetzt muss man zur Kinesiologie sagen, dass es da 2 Angriffspunkte von der Gegenseite gibt. Und diese Gegenseite ist primär gebildet worden von Ärzten. Mhm. Weil man muss einfach wissen, dass jeder Kinesiologie lernen kann, in kürzester Zeit, der Interesse daran hat. Sehr billig, sehr einfach zu lernen. Also nicht nur das Priestertum aller Gläubigen, sondern auch das Ärztetum aller Menschen. Ja? Ja. Der Arzt in der Reformation haben wir nächstes Jahr 500. Mhm. Also Zeit für eine Reformation auch auf dem Gesundheitswesen. Ne? Ja, natürlich. Bereich. So, und jetzt gehe ich hin und teste diese Leute und bekomme sofort Indikatoren, die ich sofort umsetzen kann. Mhm. Es ersetzt kein Blutbild, das ich eventuell machen muss. Ja. Aber ich bekomme so viele Grundinformationen. Ich arbeite mit den besten Kinesiologen der Welt zusammen. Das sind 1-2 führende Menschen auf diesem Planeten, die das Ganze vorangetrieben haben. Das sind Freunde von mir. Das sind Kapazitäten. Ich bin keine Kapazität, das sind Kapazitäten. Die scannen deinen Körper von oben bis unten in 2-3 Minuten. Mhm. Und sagen dir, welches Organ Probleme bereitet, welcher Fluss im Körper, welche Knochen unbedingt eine Behandlung brauchen, bla bla bla. Scannen die durch, bum bum bum, und das stimmt mit einer 99,9%igen Sicherheit. Die Gegner von Kinesiologie, die überwiegend aus der Ärzteschaft kommt, weil denen das zu schnell, zu einfach, zu billig ist. Ja, und vielleicht auch zu nah, da müssen sie den anfassen und überhaupt. Und mal mich mit ihm beschäftigen. Die haben 2 Kritikpunkte. Der eine Kritikpunkt heißt, dass man diese Tests beeinflussen kann. Und damit haben sie recht. Das stimmt einfach. Und das sage ich auch in jedem meiner Vorträge, in den Workshops, die ich weltweit gebe. Das stimmt. Ich kann das beeinflussen. Aber es ist eine Frage der Ethik. Möchte ich Leuten helfen oder möchte ich ihnen meinen Willen oder meine Ideen aufzwingen? Siehe Beispiel Arzt von Michael Jackson, der einfach unethisch dem Mann Sachen verschrieben hat, von denen er als Arzt wissen musste, das kann nicht hinhauen, nicht lange. Mhm. Unethisch. So, also, bei negativen Absichten, zu Deutsch, wenn du ein Arsch bist, kann man das sagen im Fernsehen? Auch da sind schon ganz andere Binnermänner losgelassen worden. Okay, ne? Also,
Wenn du also eine Drecksau bist, ja, dann kannst du das beeinflussen. Das ist keine Frage. Ich persönlich habe noch keinen Behandelnden gefunden, aktiv, von dem ich sagen würde, er hat den Test beeinflusst. Mhm. Ich persönlich habe 2, 3 Behandelnde gefunden, die versucht haben, auf Teufel komm raus, das zu verfuschen, um einfach zu beweisen, es funktioniert nicht. Mhm. Okay. Und dann sage ich dem, wenn ich das erkenne, du pass auf, du hast recht, das ist nichts für dich. Lass es sein, das ist nichts für dich. So, das ist der eine Kritikpunkt, das ist so. Punkt aus. Also wenn zum Beispiel jemand einen Widerstand dagegen hat, dann kann er... Er kann das faken. Der zweite Kritikpunkt, dass es nicht wissenschaftlich sei, ist vollkommener Quatsch. Es wurden, Hunderte, Tausende von Versuchen gemacht weltweit. Und wir müssen daran denken, es gibt Tausende von Ärzten, die das benutzen. Mhm. Ja? Nicht alle mittlerweile. Ja. Mhm. Ich war jetzt auf diesem Medizinkongress, da sind Minimum bei mir am Stand 30 Leute gewesen, Ärzte, die alle Kinesiologie betreiben. Mhm. Ja. Da wurden also schon Tausende von Blindtests gemacht, also Beispiel. Mhm. Wir nehmen dich, wir nehmen hier Produkte, ich teste dich, welche du verträgst, nicht verträgst. Dann gehe ich aus dem Raum raus, dann kommt der nächste Arzt, der testet dich, dann kommt der nächste, wird eine Statistik gemacht, wie viel Gleichheit ist da. Und die Gleichheit liegt zwischen 95 und 100%. Wo die gleichen Ergebnisse. Auch blind, dass man sozusagen bei Nahrungsmitteln die in Döschen packt. Sozusagen der Untersuchende, nur da steht eine Nummer drauf, auch der Untersuchende, also eine Art Doppelblind. Doppelblindstudie. Ja. Ist alles gemacht worden. Oder auch du als Patient, Augen verbunden, du wusstest nicht, was testen wir an dir, bla 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 bla. Genau. Das wurde also wasserdicht von links nach rechts tausendmal gemacht. So viel tausendmal, dass jeder von uns anfängt zu gähnen, wenn irgendjemand sagt, das ist aber nicht technische Steuer. Ja, fein. Hat so einen Bart, hören wir gar nicht mehr erst hin. Ist schon längst vorbei, ja, der Zug ist abgefahren. So, das sind die Kritikpunkte auf der Gegenseite, das muss man einfach wissen. Ansonsten ist meine Philosophie, dass jeder Kinesiologie lernen müsste. Ich selbst bin kein Lehrer, habe auch keine Zeit dazu und verdiene nichts daran. Will ich auch nicht an Wassersystemen verdienen, und die ich aber dann verteufel. Ich will einfach das, was ich als Wahrheit empfinde, den Leuten nahe bringen und sagen, schau dir das mal an. Das ist meine Wahrheit, vielleicht kannst du damit übereinstimmen. Jeder kann Kinesiologie lernen. Es gibt auf YouTube Dutzende von Videos, die du dir anschauen kannst. Bücher. Ich habe gestern bei Amazon im Hotel dann mir 3 deutsche Bücher bestellt, weil ich immer normalerweise alles in Englisch mache. 3 deutsche Bücher bestellt, um mal zu lesen, was die da schreiben und was die da machen. Dann können wir vielleicht am Ende der Sendung eine Adresse in München einblenden. Da gibt es eine Schule, wo man Kurse besuchen kann, um Kinesiologie zu lernen, wenn ich etwas intensiver einsteigen möchte. Aber das kann jeder lernen in relativ kurzer Zeit. Ja. So, und nach meiner Meinung werden nur die Leute sinnvoll überleben und billig überleben, die Kinesiologie lernen. Weil du dann alles, was du zu dir nimmst, kurz abchecken kannst im eigenen Verfahren, das vertrage ich nicht. Da würde ich sagen, wenn du so ein, sag mal, dich schon mit seit 30, 40, 35 Jahren beschäftigst mit Kinesiologie, so eine Art Selbsttest, also ich kenne den Delta-Muskeltest. Ja, ich meine, Delta-Muskeltest, den kann ich ja nicht selber machen. Du machst einen anderen Test. Du machst Teste, es gibt diesen Test, wo du die Finger so zusammenhältst und dann testest. Ja. Okay. Das wird in den Büchern erklärt und in den Videos und auch in den Lehrgängen. Das heißt, du kannst dich selbst testen, ohne dass eine andere Person da sein muss. Ja, also wenn ich als Beispiel im Bioladen oder auch beim Einkaufen. Das gibt es ja jetzt mittlerweile auch Bio-Sachen, wie auch immer. Und manchmal ist sogar was anderes sogar günstiger, dass ich da einen Selbsttest machen kann, anhand, dass ich vor dem Regal stehe. Natürlich. Und das ist das, was ich meine. Das heißt, du lernst es und du kannst es, um das klar darzustellen, du musst keine zweite, dritte Person haben, du brauchst nur dich. Mhm. Und du lernst es. Und kein Riesenlabor. Dann gehst es geht ja auch nur um mich. Es geht nur um dich, was du verträgst. Genau. Bei deiner Frau kann das anders aussehen. Mhm. Okay? So, jetzt gehst du hin in den Laden und suchst dir die Lebensmittel aus und testest die kurz durch. Und dann sagst du, okay, das vertrage ich nicht. Also, wenn ich sinnvoll überleben will,
nehme ich nur das, was ich vertrage. Mhm. Jetzt kommt natürlich eins dazu, was ich immer den Lustfaktor nenne. In unserer Gesellschaft hat Essen viel mehr mit Lust und Sex zu tun als mit Nahrungsaufnahme. Okay? Wenn ja, ich denke, das hat auch früher mehr mit Sozialem auch zusammengehangen. Ne? Sozial schon. Das Feuer aber und so weiter. Gestern Abend, als wir beim Abendessen waren, der Nachtisch für Anna-Maria, kannst du ja nicht sagen, dass es hier um Nahrungsaufnahme ging. Richtig? Okay, da sage ich immer, das ist Lust. Ja? Mhm. Und das ist ein großer Anteil unserer Gesellschaft. Und wir leiden sehr stark. Ist ja auch erstmal nichts Verkehrtes. Jein. In den meisten Fällen ist es Lust auf das Falsche. Also ich weiß aus Erfahrung, und viele Ärzte wissen aus Erfahrung, wenn jemand einen Heißhunger auf etwas hat und braucht jeden Tag seinen Orangensaft, er braucht jeden Tag das und das und das, das ist ein Indikator dafür, dass er genau das nicht verträgt. Das ist die Sucht nach dem Falschen. Dann gibt es ja viele Kaffeesüchtige. Ne? Natürlich. Also in dem Sinne. Die meisten vertragen ja keinen Kaffee. Dass sie es nicht vertragen. Die meisten vertragen es ja auch nicht. Mhm. Ja? Die Sucht nach dem Falschen hat nichts anderes zu tun als mit einem Drogensüchtigen, einem Alkoholsüchtiger, jemand, der raucherabhängig ist, der süßigkeitenabhängig ist. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt verschiedene Formen, die natürlich viele toxische, verschiedene Reaktionen haben. Aber es gibt halt dieses Suchtverhalten. Und da ist das Problem. Gesund zu essen ist eine Menge Disziplin. Sich gesund zu ernähren. Mhm. Gesund zu leben ist eine Menge Disziplin. Beispiel, wir sprachen in anderen Sendungen über Wasser. Ja? Und nicht diese, ich liebe dieses Getränk, dieses Kombucha-Getränk, diesen Tee. Ja? Ich habe den gestern hier getestet in Deutschland. Und was habe ich festgestellt? Der hat einen pH-Wert von 3,1. Okay, das ist ungefähr eine 10.000-fache Übersäuerung. Mhm. Das heißt, da mache ich jeden Körper mit kaputt. Ich mag das Zeug. Mhm. Ja. Die meisten Menschen vertragen keine Tomaten. Wenn ich in Frankreich bin und habe ein frisches Baguette mit gesalzener Butter, frischen, wirklichen Landtomaten, aufgeschnitten Pfeffer und Salz, da werfe ich mich für weg. Bisschen Olivenöl. Okay, ja, sehr gut. Ich denke das nächste Mal dran an dich. Da werfe ich mich für weg. Mm. Verstehst du? Mm. Da habe ich so eine Sucht drauf, da habe ich so ein Verlangen drauf. Ja? Aber ich weiß, dass das französische Baguette ernährungstechnischer Mist ist. Da ist überhaupt nichts drin, das ist nur Zucker, weißes Mehl. Tomaten verträgt prinzipiell keiner. Mm. Butter ist noch einigermaßen okay. Pfeffer und Salz noch okay. Aber wir haben das Problem mit der Disziplin zu sagen, ich kann es nicht essen, ich soll es nicht essen. Ja. Mhm. Und es nicht zu essen. Gut, wenn ich jetzt einmal im Monat, mein Beispiel ist immer Tiramisu. Also ich gehe davon aus, dass kein Mensch Tiramisu verträgt. Das Zeug ist so des Teufels. wenn ich jetzt einmal im Monat ein Tiramisu esse, dann wird mein Körper mir das verzeihen, er wird das in Ordnung bringen und wird das handhaben. Ja? Ein Stückchen, aber nicht eine Schüssel. Aber wenn ich den ganzen, jeden Tag Tiramisu esse oder zwei, dreimal die Woche, dann kommt es zu einer Situation, wo der Körper das nicht mehr wegdrücken kann. Mhm. Okay? So. Das muss man also zu Lebensmittelverträglichkeit und Unverträglichkeit wissen. Und meine Philosophie ist, ich sage den Leuten, kauft euch 2, 3 Bücher, schaut euch Videos an, macht eventuell 2, 3 Wochenendkurse. Dann versteht ihr so viel von Kinesiologie, dass ihr an euch selbst das jeden Tag testen könnt, was euch bekommt und nicht bekommt. Was ist überlebensfreundlich, überlebensfeindlich? Das gleiche für eure Familie. Und ihr seid euch dessen bewusst und könnt Verantwortung für euch übernehmen. Denn nur wenn wir uns richtig ernähren, nicht nur, wo sie sagen, ja, das ist ein tolles Produkt oder Roggenmehl und das ist mir alles vollkommen egal. Mir zählt nur eins. Dein Körper, verträgt er das oder nicht? Mhm. Will dein Körper das? Mhm. Lehnt dein Körper das als schlechte Nicht-Überlebensfrequenz ab oder nicht? Das ist alles, was mich interessiert. Mhm. Was die Werbung sagt, was irgendein Arzt sagt, ist mir vollkommen egal. Ich habe auch viele Produkte, ich wurde ans Bett gerufen einer Frau, die an Krebs 4 kurz vorm Sterben war und wurde um Hilfestellung gebeten. Und bin da hingegangen und habe alle Produkte getestet, alle pharmazeutischen Produkte, die die Ärzteschaft ihr gegeben hat, in diesem Krebsstadium. Jedes Produkt war überlebensfeindlich. Ja, klar. Jedes Produkt. Ja. Und mir ist egal, was die Welt sagt, mir ist egal, was die Werbung sagt, mir ist egal, was biologische Analysen sagen und Laboratorien. Das ist mir vollkommen egal. Ich stelle nur eine Frage. Will dein Körper das oder lehnt das ab? Und das ist alles. Mhm. Das ist alles, was ich frage und was ich den Leuten anbiete, zu wissen. Und wenn sie das Wissen nehmen und damit umgehen, können sie ihr Leben verbessern.
Es gibt ja auch Menschen, die gehen wollen. Ne? Fein, die soll man nicht aufhalten, das ist okay. Genau. Ich hatte neulich einen Fall von einem Patienten, von einem Mann, der Herzprobleme hatte. Mhm. Das war zufällig der Buchhalter meines Zahnarztes. Mhm. Und dann habe ich halt festgestellt, dass er das und das und Mobiltelefon und drahtloses Mikrofon zu Hause, trinkt schlechtes Wasser. Man muss wissen, in Amerika haben wir sehr starke Probleme mit Fluor im Wasser. Was zugesetzt wird? Ja. Ach, du dickes Ei. Ja, 80% des Fluorsbedarfs der Welt wird in Kanada und Amerika verarbeitet. Ja. So, und da können wir eine eigene Sendung drüber machen. Und was. Auf jeden Fall sagte ich zu dem Mann dann, es muss das und das machen, er muss das Wasser sofort umstellen. Und das und das und das und das und Mobiltelefon und so weiter. Und ich merkte, dass er rumzauderte und machte ein bisschen was nicht. Und eine Woche, zwei später traf ich ihn wieder und sagte, pass auf, ich habe eine einfache Frage an dich. Willst du leben oder willst du sterben? Mhm. Und er sagte zu mir, ich mag nicht mehr leben. Mhm. Da sage ich, okay, dann brauchen wir nichts. Er hatte da so ein Eiwand von mir gekauft, habe ich dann zurückgekauft und habe gesagt, pass auf, ist okay, ist deine Entscheidung. Mhm. Aber dann sollte man nicht mehr Zeit und nur aufwenden, versuchen irgendwas zu machen. Und die letzte Zeit schön machen. Ja. Also, das ist Kinesiologie. Mhm. Ich betreibe die, ich lerne die im bescheidenen Maße, wenn ich Workshops gebe. Ein Teil meiner Workshops sind Kinesiologie, weil ich auch dann Tests mache mit den Anwesenden, damit sie verstehen, was Kinesiologie ist, wie es funktioniert. Und fordere sie auf und motiviere sie, es zu lernen, um ihr Leben zu verbessern. Am besten ist es, gerade weil bei Kinesiologie ja etwas sichtbar wird, deutlich sichtbar. Probieren wir also Kinesiologie praktisch. Also, wie ich das immer mache, ist folgendes. Als erstes teste ich die Person, muss man sie testen, ob sie testbar ist. Ob ich Und da gibt es einen Kontrollpunkt. Ich stelle mich mal bewusst jetzt dahinter. Nicht kostbar, sondern testbar, testbar sogar. Mhm. Ja? So, und zwar, du merkst, dass wir jetzt unseren... Es geht darum, ich spreche gerade mit dir. Nicht, dass du jetzt stärker sein sollst als ich, sondern es geht nur, um den Leuten zu erklären, die Balance zwischen uns beiden, zwischen deiner Kraft und meiner Kraft. Ja. Ja? So, und das ist hier ein Testpunkt. Wenn ich den berühre, wirst du schwach. Okay. Und das ist der einzige Testpunkt, wo du schwach werden solltest. Damit ich testbar statt kostbar bin. Ja. Und das heißt, dass die Energiefluss in deinem Körper richtig läuft. Mhm. Wenn du da stark bliebst, dann wirst du geswitcht, dann müssen wir das ändern. Okay. Okay? Das ist der einzige Punkt, in dem du schwach werden solltest. Das bist du. Das war jetzt das dritte Auge. So, und jetzt gehen wir hin. Und was ich mache, was viele Leute nicht machen, Kinesiologie, ich bin einer der wenigen, die das tut. Ich teste, ob du dehydriert bist. Okay. Wie sagt man in Deutsch? Dehydriert. Dehydriert. Okay. Also hast du genügend... Entwässert kann man nicht sagen. Dehydriert ist Fachausdruck. Ja. Okay, gut. Ja. So, und das ist der Dehydrationspunkt. Mhm. Und dann bist du schwach. Ja? Das heißt, du bist dehydriert. Okay. So, jetzt im Normalfall gehe ich nicht weiter. Mhm. Weil wenn du dehydriert bist, heißt das, dass die Informationen innerhalb deines Körpers, der Fluss von Informationen, limitiert ist. Weil die ganze Information in deinem Körper geht ja durch Wasser in den Zellen. Ja. Ja? Wenn du aber dehydriert bist... ist dieser Haushalt funktioniert nicht optimal. Das Wort dehydriert ist schon ziemlich gewaltig. Ne? Also ich sag mal, Leute kommen ins Krankenhaus, wenn sie dehydriert sind, weil sie dann ohnmächtig werden. Auf den Grad der Dehydration. Genau, natürlich. Das muss man aber du bist jetzt halt so weit dehydriert, dass ich dich nicht weiter behandeln würde in Kinesiologie. Okay. So, und jetzt müssen wir hingehen und müssen dich hydrieren. Wir sagen einfach dem Körper, wenn du diese Flasche mal festhältst und vor deinen Bauch hältst, Solar Plexus. Ach so. Mhm. So, und jetzt fragen wir den Körper, wird dieses Wasser dich hydrieren, wenn du das trinkst? Ja? Ja. Und dann sagt der Körper, nein, es wird mich nicht dehydrieren. Okay? Okay. So, jetzt gehen wir hin und dann machen wir jetzt einen Push. Ich nehme unseren Eiwand 2, halte das eine Sekunde hier drauf, 22, 23. So, jetzt trinkst du davon einen Schluck. Das war also normalerweise eine Menge, die nicht ein Körper hydriert. Ja. Die meisten Leute werfen durcheinander Menge des Wassers, was sie trinken, und Qualität des Wassers. Leute kommen zu mir, ich habe heute schon 3 Liter getrunken. Nützt ja nichts, wenn das Wasser Mist war. So, jetzt fragen wir den Körper nochmal, bist du hydriert? Mhm. Und der Körper sagt, ja, ich bin hydriert.
Also diese wenigen Milligramm an Wasser ja. haben den gesamten Körper hydriert, weil wir die Qualität verändert haben. Okay. Das Wasser ist so feinstofflich, dass es in alle Zellen vorgedrungen ist und alle anderen Wasser in deinem Körper hydriert hat. Also die Zellen verbessert, verändert hat. Und es bleibt auch? Für eine Zeit. Wie lange kann ich nicht sagen. Das hängt ja jeden. Das war jetzt ja nur so viel Wasser. Nein, nein, ich meine jetzt, wenn man das Wasser einmal so informiert hat, dann bleibt das? Für zwei Stunden ungefähr. Ah, okay. Okay. So, und das heißt, ich habe das Wasser jetzt so mit diesem Teil bearbeitet, dass das, der Körper sagt, die Qualität ist für mich jetzt in Ordnung. Du nimmst das Wasser in dir auf. Dieses bisschen Wasser wird sich jetzt bei allen anderen Wassertröpfchen in deinem Körper die Moleküle verbessern. Was wir haben, diese atomare Struktur, die wir verbessern. Okay. Protonen, Elektronen werden harmonisiert. Dein ganzer Körper ist jetzt im Moment harmonisiert. Und der Körper sagt, ich bin testbar, ich bin hydriert. Okay? Gut. So, jetzt sagen wir dem Körper, gut, jetzt bist du testbar. Und kostbar. Jetzt sagen wir mal, okay, wir machen jetzt Folgendes, der einfache halbe. Wenn du dann jeweils das Produkt nimmst und dann hinhältst, weil ich dann ein bisschen hier hinterstehe. Okay. Wie empfindest du den Apfel? Du merkst, du bist stark wie ein Bulle. Der Körper sagt, jawohl, Apfel ist Überleben. Gib mir mehr davon. Ja? Dann fragen wir den Körper, fragen wir den Körper, wie sieht er denn mit der Birne aus? Okay? Und der Körper sagt, okay. Ich liebe eigentlich Birnen. Ja? Birne ist Überleben also, für mich. Wichtig ist auch nochmal, glaube ich, dass das, was wir jetzt hier machen, nicht für alle Menschen gilt, nur sondern für mich. Ja. Gut. So, dann halt das mal dahin. Und der Körper sagt, das ist nichts. Ja, du merkst den Unterschied. Du bist weich wie Butter. Es ist nicht Salz, es ist Zucker. Ja, es ist klar. Ja, ja. Ich bin da etwas unfair. Ich muss dazu sagen, ich habe noch niemanden auf der Welt bisher gefunden, der keinen Apfel vertragen hat. Und ich habe noch niemanden gefunden, der Zucker vertragen hat. Ja. Also so ein Zucker. Also überlebensfeindlich. Honig, denke ich. Schauen wir mal, was diese Kiwifrucht sagt. Da bin ich sehr gespannt. Also. Nee. Nein. Nee. Nee. Kiwi nicht so. Was sagt die Avocado? Gut. Avocado ist gut. Ja. Ja. Was sagt die Gurke? Also das könnten jetzt auch ein bisschen eingeführte Pärchen machen, Freunde oder so, ne? wenn man das jetzt nicht mit dem Tipp. Ja, ja ein bisschen eingeführt in okay. Bio-Gurke. Ja, aber das, nee, es ist ja egal. Vielleicht ist es ja gar keine Bio-Gurke. Das ist alles aus dem Bioladen. Ach, das ist alles aus dem Bioladen, okay. Okay. Woher weißt du, dass ich Gurke stark. So liebe? Das weiß ich gar nicht. Ich hab's also, du merkst, der Körper reagiert sehr stark. Ja. Körper sagt dir, überlebensfreundlich, gib mir mehr davon. Gib mir mehr davon. So, dann nehmen wir mal die Banane. Okay. Und der Körper sagt, gut, gib mir mehr davon. Aber nur die Bio. Also ich habe die anderen in Costa Rica wachsen sehen. So. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Orange. Und der Körper ich sagt, wusste, warum ich keinen Apfel sehe. Okay. Ich habe noch nie. Ich habe es immer am Pellen festgemacht, dass ich so ungern pelle oder so. Aber nee, die. Also, ich habe bisher auch noch niemanden gefunden, der Orangen verträgt. Selbst in Südländern nicht, also wo ich, sie wachsen? Gut, es kommt, ich weiß, in Spanien, ich war ich in Florida auch. Und so weiter und so weiter. Aber gut, wo da, immer wo, ich, wo, sie, ich, da wo sie wachsen, vertragen sie die Leute auch nicht. Nein. Das hat damit nichts zu tun. So, okay. Der Körper sagt nein. Okay. Jetzt haben wir in unserer Gesellschaft natürlich eine Werbung. Orangensaft ist gesund, viel Vitamin C. Ja, Orangensaft. Ja. Es prinzipiell, was ich bisher getestet habe, verträgt es keiner. Mhm. Okay. Und dann gibt es auch die Leute mit Sucht nach Orangensaft. Ich muss jeden Morgen bei den, in den Hotels. Ja, ja. Ja, okay. Gehört also, zum guten Ton. Das ist gegen das Überleben. Tomate. Mal gucken. Biotomate. Okay. Biotomate. Für mich. Deshalb. Okay. So, haben wir uns also festgestellt, du verträgst keinen Zucker, du verträgst keine Orange und du verträgst keine Tomate. Ja. So, jetzt wäre das dein. Kiwi war so an der Grenze. Kiwi, fand ich, ne? Kiwi ja. Also, lass uns nochmal sehen. Also, ich denke, das war nicht an der Grenze. Für mich war es nicht an der Grenze. Okay.
Nee. Du kämpfst ein bisschen sehr mit mir, aber das ist okay. So, so kann ich jetzt feststellen, ja, welche Produkte sind für dich überlebensfreundlich. Jetzt bei den Lebensmitteln war das jetzt ein schneller Kurs. Ja. Und jetzt kann ich sagen, diese sind überlebensfreundlich. Jetzt testen wir unser Mobilfunkteil, damit wir das Mobilfunk in Ordnung bringen. Ja. Wenn du das jetzt da hinhältst. Okay, ich meine, jetzt am Schluss habe ich jetzt auch ein bisschen. Nein, ich habe gemerkt. Die Kinesiologie normalerweise drücken wir gar nicht so. Gar nicht so doll. Und dann merkst du schon den Unterschied. Das reicht schon aus. Genau. Ja. Ja, du wolltest nur noch mal. Ja, jetzt, wir haben diese Eyesoles, diese Schuheinlagen. Was sagt der Körper dazu? Also, ich kann jedes Produkt testen. Es ist egal, was es ist. Ja? Was sagt der Körper dazu? Jawohl. Okay. Gib mir das. Das ist für mein Überleben. Ja? Ist das meine Schuhgröße? Gib mir das. Dann lass mal den Leuten zeigen, was wir damit machen. Ja. Wenn du die Füße zusammen machst. Ja. Also erstmal davor oder dahinter, gleich? Dahinter. So, die Füße zusammen, das ist eine sehr schwache Position. Ja. Ich drücke runter, also Gleichgewicht nochmal. Mach nochmal. Ich drücke relativ wenig Kraft. So, und jetzt stellst du dich da drauf. Okay. Jetzt sagt der Körper, na super, jetzt werde ich stark wie ein Bulle. Das ist unglaublich. Und ich kann dich nicht. Ich komme mir vor wie eine Eiche. Ja. Regelrecht wie eine Eiche. Thüringer Eiche. Thüringer Eiche. Oder, nein, wir sind in Sachsen hier. Sachsen auch. Die sächsische Eiche. Ich habe was Falsches gesagt. So, jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Das ist das Wasser, das haben wir jetzt harmonisiert. Ja. Jetzt nehmen wir mal dein Wasser, was du die ganze Zeit da schlabberst, was immer das ist. Schlabberst. Okay, lass uns mal sehen. Halt es ran an Körper. Mhm. Und der Körper sagt, das ist nichts. Okay. So, jetzt nimmst du mein Wasser, was ich aus den USA mitgebracht habe. Interglasflasche. Okay. Okay. Merkst du den Unterschied zwischen den beiden Wassern? Ja. Und dieses habe ich aus den USA mitgebracht. Das ist das beste Wasser, was man in den USA haben kann. So kann ich durchtesten. Ja. Produkte, egal was es ist, Beziehungen, mentale Dinge. Das wird natürlich schwierig. Ne? Tut die mir da gerade die Schuld. Ja, okay. Und ich kann jetzt zum Beispiel testen, drehe ich mal um, um Leuten zu zeigen, wenn wir jetzt testen, zum Beispiel die strukturelle Probleme im Körper. Ja, Arm gerade. Mhm. So, Arm gerade, dagegen halten. So, jetzt sage ich, okay, wie sehen wir hier unten den unteren Lendenwirbel aus? Nicht gut. Der Wirbel darüber, gut. Gut. Bild war da, gut, okay. Aber der Lendenwirbel hier unten macht uns Probleme. Wie bei allen die Menschen, die viel in den Sesseln sitzen. Aber nur mal zum Zeigen, so kann ich also schnell feststellen, wo hast du Handlungsbedarf. Ja. Und so kann ich die Funktionen feststellen, halt mal dagegen. Kann ich feststellen, dein Immunsystem. Mhm. Ja, das ist gut. Mhm. Immunsystem ist gut. Ja. Ja. So, und so kann ich den ganzen Körper durchscannen. Und so funktioniert Kinesiologie. Ja. Und so kann man sich selbst und anderen weiterhelfen. Ohne Arzt, ohne große Ausbildung, ohne großes Investment. Jetzt nimmst du Kinesiologie, nimmst das richtige Wasser, die richtige Ernährung, den richtigen genügend Sauerstoff. Was mache ich denn dann wird, damit? Was mache ich denn damit? Und wo bleibt die Lust? Ja, die Lust am Leben. Also da, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, weil vorhin, das ist mir manchmal zu viel Disziplin. Ich habe mal gesagt, lieber ein Schweinebauch mit Lust, als ein Müsli mit Frost. Also die Lust kann aber trotzdem an diesen Produkten sein, von denen ich weiß, die tun mir gut. Gut, wenn ich jetzt hingehe und habe dann eine Ansammlung von Produkten, die dir gut tun, dann ist die Frage der Fantasie und der Kochrezepte und was daraus zu machen. Also muss dazu sagen, ich lebe nicht vegetarisch, aber ich komme manchmal zu Leuten und zu Menschen und zu Köchen, die vegetarisch kochen, da werfe ich mich viel weg. Ja, da sage ich. Sie haben vegetarisch gekocht in so einer Jugendeinrichtung, die haben das erst nach ein paar Tagen gemerkt. Wenn die so eine Woche bei uns waren, nach ein paar Tagen, da war eigentlich nie Fleisch dabei. Es hat immer gut geschmeckt. Mein Lieber. Norbert, vielen, vielen Dank. Das war wieder sehr eindrücklich und zum Nachmachen.
Also wir blenden noch mal zum Schluss die Adresse ein von der Supplied Kinesiology. Ja, jetzt kriege ich hier Schwierigkeiten, wo man das lernen kann. Aber es gibt, wo man Kurse besuchen kann. Aber man kann es auch, wie gesagt, man kann es auch. Amazon, 2-3 Bücher gibt es da. Ja, mindestens. 5, 3 wichtige Bücher habe ich gesehen, so 9, 10, 12 €. Ein paar Videos an YouTube anschauen, kriegt das Gefühl dafür. Und man muss natürlich den Wunsch haben, sein Leben zu verbessern. Ja. Sehr einfach. Ja. Und nicht beim Arzt alles erwarten, was er sowieso nicht kann. Und zumal er in der Regel Pillen verschreibt. Ja. Ne? Und da halt auch dran mit verdient. Schneller. Er hat selten die Zeit, wie sich andere nehmen, wie Homöopathen oder so, 3-4 Stunden erst Anamnese. Ja, ich habe noch keinen Arzt gesagt, der gesagt hat, bring dein Lebensmittel mit, ich teste dich mal durch, was du für deinen Körper verträgst. Ja? 5 Minuten. Bring mal dein Wasser mit, was für ein Wasser trinkst du denn? Ja? Bei den Sachen, da geht es nur 5 Minuten. Ja, das ist jetzt nicht Schuld des Arztes, sondern des ganzen Systems. Vielen Dank, Norbert. Ich danke für die Einladung. Ja, und liebe Zuschauer, ich hoffe, es war für Sie auch spannend. Legen Sie los mit dem Testen und lesen Sie sich ein bisschen vorher ein, damit Ihr Partner, der Sie da testet, nicht Fehler macht, große Fehler. Aber ich denke auch, das macht Spaß, ja, Sachen zu entdecken, wo man denkt, oh, das bekommt mir ja gar nicht. Und dann das mal weglässt und dann tatsächlich einem das besser geht. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich sage, bis auf bald bei Neue Horizonte TV.